Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Stefan von Rock Your Body und heute kommt ein neues Workout für dich. Ja, was steht an? Wir starten wieder in der Woche mit einem lockeren, easygoing Basic Workout, was du von zu Hause aus machen kannst, ohne Equipment, ohne Hilfsgeschichten. Beziehungsweise werden wir, nicht heute, aber diese Woche werden wir noch ein paar Wasserflaschen benötigen für unser Training. Alright, gut. Ich hoffe, ihr seid bereits aufgewärmt, sonst ein paar Videos zurück und dann nochmal kurz aufwärmen und dann geht's sofort los. Ihr seht, ich bin wieder in meiner anderen Location, ich bin jetzt heute wieder im Club, weil ich habe gerade ein Online-Coaching hinter mir und jetzt geht's noch auf den YouTube-Channel sozusagen. Alright, gut, wir starten ganz easy. In der Rückenlage machen wir eine zeitliche Belastung von 30 bis 40 Sekunden. Wir machen eine Runde gemeinsam und dann geht's weiter in die zweite Runde, können dann einfach nochmal das Video zurückspulen und nochmal erneut loslegen. Alright, gut. Wir starten ganz easy in der Rückenlage. Lendenwirbelsäule ist am Boden, tiefe Bauchmuskulatur einziehen, anspannen das Ganze, Bauch leicht einziehen, Bauch nach hinten oben ziehen, schließen muss hier schließen, Bein nach oben, Arme nach oben nehmen, das Ganze Schulter tief und wir bauen jetzt locker Druck auf, schieben die Beine weg. Oberkörper kommt weg vom Boden. Wenn sich der Nacken zu viel verspannt, die Schulter dann hier locker ablegen den Kopf. Ansonsten bleiben wir oben Spannung und schieben locker nach vorne das Ganze. Und schön locker. Schultern sind tief, Bauch auf Spannung halten. Schön hoch und schiebt die Arme, die Beine, Knie kräftig nach vorne. Okay. Erste Seite bleibt hier locker, Druck halten. Wir lassen den Bein auf die Seite fallen, strecken aus den Fuß und ziehen ihn wieder locker her. Im Rücken schön auf Spannung bleiben. Fünf noch. Und Pause. Schultern tief, gleiche Seite, zweite Seite locker weiter. Und der Rücken bleibt auf Spannung. Lass den Knie auf die Seite fallen, ausstrecken und herziehen. Schön atmen, easy. Drei noch. Zwei Wiederholungen und die letzte. Und lösen. Auslockern, die Beine links, rechts fallen lassen. Becken kippen, Bauch einziehen, die Beine nach oben. Oberkörper nach oben nehmen. Einfach. Kleine Bewegungen. Schön zusammenziehen und das Becken mit nach oben nehmen. Über die Bauchmuskelarbeit, Bauch einziehen und let's go, komm. Wer es intensiver möchte, große Bewegungen. Becken mit nach oben ziehen. Und schöne Arme dabei. Ich bin unter den Rücken genauso, aber dass ihr unsere Hüftbeugen in mir spürt. Noch fünf. 4, 3, 2 und Pause, auslockern. Arme auslockern, durchstrecken. Füße aufstellen, wir schieben die Hüfte nach oben. Gesäß fest zusammenziehen, Arme nach oben, wir lassen die Arme nach hinten und Becken weit nach oben gehen. Die Gesäßmuskulatur fest zusammenziehen. Und schön atmen. Schließmuskel schließen. Jetzt die Beine auseinander und wieder zusammenziehen. Hüfte macht keinen Weg, die gehen nur mit den Beinen auseinander und wieder zusammen. Und halten hier schön die Hüfte oben. Und atmen. Spüren die Gesäßmuskulatur. Ganzer Fuß steht am Boden.
Easy, komm. Locker, schöne Gesäß mit Anspannen, Hüften nach oben. Die Arme ganz nach hoch. Noch 30. Nicht mehr ganz. Das ist unser Ausgleich, Pausenübung. Schöne Gesäßmuskulatur spüren. Und unseren Rücken schön aktiv. 5 noch. Alright, langsam ablegen, auslockern. Gut. Ganz kurz. Schön lockern, auslockern. Du darfst kurz was trinken. Wir machen kurz Pause das Ganze. Wir kommen als nächstes in den Seitstütz. Level 1, unterer Fuß 90 Grad wieder. Schultern sind tief, Brustbein ist aufrecht. Hüfte schiebt aktiv nach vorne. In 5, in 4, in 3. Komm nach oben. Auf geht's. Hüfte hoch. Gerne beide Beine wegnehmen, Knie weg vom Boden, Hüfte nach oben. Jetzt kommt die Bewegung. Schieb deinen Fuß nach vorne, wenn du möchtest. Schieb deinen Fuß nach hinten und lass die Hüfte in einer stabilen Position. Langsam. Fuß vor, Fuß zurück. Einfacher Knie am Boden. Und das Ganze funktioniert auch. Hüftgelenk arbeitet. Unterrücken ist stabil. 5 noch, 4, 3, 2, easy und Pause. Gut, normaler Rundsamstütz. Schultern sind tief, Bauch einziehen. Wir ziehen unsere Ellbogengelenke wieder kräftig nach unten ziehen. Ferse schiebt nach hinten, Schultern sind tief, Gesäß auf Spannung und zieh an. Schulter ist tief. Schön atmen, easy. Let's go. Tiefe Bauchmuskeln atmen, Schultern tief lassen. Und schön. Locker. Schultern aufrichten, Brustbein ist aufrecht, Ellbogengelenke unter der Schulter. Und nicht durchhängen, schön oben bleiben. Hintern auf Spannung lassen. Schön halten. Gerne kannst du jederzeit frühe Pause machen. Fünf. Easy 4. 3. 2. Und Pause ablegen. Durchatmen. Nach hinten schieben. Schön locker. So, zweite Seite Seitstütz. Ist ein bisschen kräftiger in das Workout. Level 1, unteren Fuß 90 Grad, die Hüfte soll trotzdem in die Streckung kommen. Das heißt, die Hüfte, Anposition, die Hüfte hier schön in die Streckung bringen. Nicht den Hintern nach hinten schieben, Hüfte in die Streckung. Alright, in 5, 4, 3, die Hüfte nach oben, let's go. Hüfte nach oben und jetzt da. Fuß kickt nach vorne, Fuß kommt nach hinten, dass die Hüfte stabil. Und langsam arbeiten. Gesäß auf Spannung, Schließmuskulatur schließen. Schulter wird tief gezogen. Atmen. Ganz langsam. Schau, dass dein Ellbogengelenk schön unter der Schulter ist. Sonst kurz, so wie ich jetzt gemacht habe, nochmal ausrichten. 3, 2 und Pause. Okay, auslockern ganz kurz. Arme auslockern das Ganze, Schultern auslockern, kurzes Trinken, wir machen kurz Pause. Ich nehme mal ein Easy Workout. Okay, gut. Als nächstes legen wir uns auf den Rücken, bitte. So, wir beginnen ganz locker. Gesäßmuskulatur auf Spannung bringen. Ferse
Die Zehen nicht nach hinten schieben, die Ferse anziehen, also die Zehen anziehen, die Ferse schiebt nach hinten. Oberschenkel möglich weg vom Boden, Arme von vorne weit nach hinten ziehen. Locker, easy. 3, 2, jetzt geht's los. Steiger, komm. Schön locker, schieb vor. Und die Schulterblätter nach hinten zusammenzücken. Gib deinen Körper auf Spannung. Schön locker. Du kannst nur mehr halten, wenn es nicht mehr geht. Sondern schön hoch. Je höher du kommst, desto intensiver wird's. 5 noch, easy. 4, 3, 2 und Pause. Schultern tief, Handgelenke unter der Schulter. Gesäß auf Spannung, drück dich in eine Ebene nach oben. Für die Ladies unter uns die Knie am Boden lassen. Ne? Die Männer die Beine ausgestreckt, Spannung und nach oben drücken. Okay, halten. Schultern sind tief. Langsam beugen, nur im Ellbogengelenk beugen, ja? Und wieder rausdrücken. Für die Ellbogengelenke nah Richtung Brustbein, also Richtung den Rippen, ganz langsam. Wir versuchen wirklich aus dem Oberarm zu arbeiten, ne? Und nicht aus der Brustmuskulatur. Fünf noch, easy. 4, 3, 2 und der letzte. Und Pause, langsam ablegen. Gut, Zehen bleiben am Boden, die Ferse wird nach hinten geschoben, hinten ist auf Spannung. Wir drücken uns dann nach oben und halten das Ganze. Die Arme kommen auf die Seite und wir beginnen nur in den Armen der Schulter zu flattern. Gegenbewegen, öffnen. Einfacher, die Arme, Ellbogengelenke 90 Grad, ansonsten Schulterblätter, Schultern tief ziehen und fest zusammenzinken. Halswirbelsäule verlängern und die Wirbelsäule. Gebühr dein Schultergürtel. Yes, komm. 5 nach. 4, Gesäß bleibt auf Spannung. 3, 2 und Pause. Aufrichten, nach hinten kommen, spüren den Rücken, auslockern, lang werden. Durchatmen. Alright, gut. Lunges, erste Seite. Linker Fuß kommt nach vorne. Schön hinten, wir beugen hier runter. Tief auf die Seite. Wenn wir auf der Seite sind, von oben, Rotation auf die Seite drehen. Hoch. Tief. Gut. Und eins. So. Gesäß muss dünn angespannt, Bauchhaar einziehen. Schön lächeln, atmen, jawohl. 10, gut. Puh. 13. 14. Und 15. Alright, gut. Von der zweiten Seite beginnen. Kommen wir. Arme zusammen, Finger zusammenführen, Arme nach oben durchstrecken. Und wir setzen uns weiter hinten, Rücken ist gerade. Knie schön nach außen. Rücken gerade. Position looks like this, okay? Also Position sieht so aus, den Arm vorne zusammen, fest. Und jetzt da. Ferse weg vom Boden. Lass deine Bauchmuskulatur arbeiten. Ferse weg vom Boden und wieder hoch. Spüren Rücken. Und die Ferse schön arbeiten lassen. Jetzt, komm.
Vor und Ferse weg vom Boden und wieder hoch. Spür meinen Rücken. Komm. Und deine Legs sind warm. Komm. Nice. Gut. Komm. Noch fünf. Komm. Vier, lass die Arme weit vorne. Drei. Zwei. Und Pause. Auslockern ganz kurz. Okay, auslockern, auslockern. Und ihr wisst, rechter Fuß nach vorne, Lunges, Seite, zweite Seite. Schulter tief. Wir gehen wieder nach oben. Einmal tief gehen. Und wir kommen auf die Seite, wo der Fuß vorne steht. Gesäß hinten wieder angespannt. Und wieder hoch. Okay, let's go. Eins. Ferse vorne schön belasten, die schieben nicht zu weit drüber. Drei. Komm. Vier. Fünf. Sechs. Wenn es zu schwierig ist mit der Rotation, dann kann die Lunges auch normal machen. Okay, dass der Blick bleibt nach vorne. Also schön rotieren. Zehn haben wir. Zwölf für die Beine. Und die letzte. Auslackern. Und zum Abschluss. Kurz lackern. Noch ein paar Squats. Schulterbreite Stand, Zehen leicht nach außen gedreht. Schultern tief, Arme vor. Squat schön tief runter und hoch. Drei, zwei und setz dich weiter hinten unten. Arme mit vor. Schön hoch. Atmen und lächeln, komm. Schön dabei bleiben. Schön durchziehen. Schön tief. Ich war ein bisschen näher bei der Kamera, Mann. Hoch und tief. Alright, komm. Letzte Übung ist unser Finisher, damit die Legs ordentlich warm werden. Und dann wird die erste Runde ready. Komm. Die letzte. Zehn gemeinsam. Neun. 8, 7, 5, 4, schön tief, komm, 3, 2, letzte Wiederholung, einmal noch tief, und Pause, auslockern. Alright, kurz etwas trinken, und schüttelt euch zwischendurch kurz aus, ihr könnt eine Minute Pause machen, kurz was trinken, und dann mit der zweiten Runde, dem zweiten Satz beginnen sozusagen. Das war's. Runde 1 haben wir hier gemeinsam gemacht und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß bei Runde 2, wenn noch genug Zeit habt, Runde 3 und ja, viel Spaß beim Schwitzen und diese Woche kommen wir noch wieder ein paar mehr Workouts, vielleicht bringen wir auch wieder was zu Mobility und vergesst nicht nach dem Training, also jetzt einfach zurückspulen noch einmal, Video noch einmal ansehen und dann nach dem Training, wenn ihr fertig seid mit allen, zwei Sätzen, drei Sätzen, bisschen dehnen, lockeres Cooldown, Muskeln auslockern, ausschütteln und leichtes reinstretchen, damit ihr einfach ein bisschen den Tonus von der Muskulatur wieder runterbekommt. Gut, dann war es das von meiner Seite schon wieder. Video ist viel zu lange geworden auf jeden Fall. Wünsche ich euch viel Spaß beim Trainieren und macht's gut, bleibt fit und gesund und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Das war wieder euer Stefan von Rock Your Body. Macht's gut.